Hakuna Matata, Muchachos, ein herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ark Aberration zusammen mit dem lieben Deko, der aber leider noch etwas krank ist. Und Deko hat heute auch noch eine richtige Scheißarbeit. Doppelt Scheiße, Deko. Pubelubelu, Muchachos. Ich bin etwas krank. Möglicherweise hört man es auf meiner Stimme oder daran, dass ich etwas nasal rede, weil meine Nase auch zu ist. Genau, ich bin nicht nur krank, ich muss auch noch Wasserleitung bauen, was mich wahrscheinlich dann doppelt krank macht. Wir werden mal sehen. Ich werde erstmal versuchen, ohne Flightsheet das Ding zu huppen, aber wir werden mal sehen. Vielleicht schalte ich dann auch den Flightsheet ein, wenn es aber zu viel wird. Oder ich nicht weiterkomme. Genau, nasal. Da wollte ich gerade noch dazu sagen, dass es dein heimlicher Fetisch ist. Obwohl, jetzt könntest du natürlich wieder rankommen. Der Counter of Doom. Ich hab keinen Plan, wovon du gerade redest. Nein. Okay, auf jeden Fall hat Kev sehr oft Liebe mit Dekos Nasenlöchern. Das ist deren heimlicher Fetisch. Wir haben hier hinten noch einen Bambi und ich hoffe, das Bambi ist, ich glaube, männlich? Ne, weiblich muss es sein. Ich glaube, Sheldon ist ja männlich, oder? Oder hast du ihn einfach so Sheldon genannt? Da es ja mittlerweile schon mehrere Sheldons gab, könnte es random sein. Oh, ich bitte doch darum, dass es weiblich ist. Also, dass Sheldon weiblich ist. Das wäre geil. I don't know, ich muss erst mit dem Spino hier in den See gehen und hier alles weg platt machen, damit ich da in Ordnung, in Ruhe Hardcore Level! Also, was ich vorhabe, ich will auf jeden Fall ein Iguanodon suchen. Ich will so ein Bronix finden. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Der soll ja auch richtig geil sein. Ich nenne den dann auch wirklich Bronix. Ich glaube, der heißt so ähnlich. Ich werde gerade angekackt von... Heißt einfach nur... Bronix oder so. Ich hab keine Ahnung, ist egal. Okay, ich nenne ihn Bronix und der soll ja auch gar nicht so schwach sein. Deswegen, ich freue mich auf den. Gezähmt wird er ja, glaube ich, mit Fisch, mit so Hardcore-Fisch. Mit Sushi oder so. Ja, ich habe ungefähr 200 Fisch in meinem Spino drin. Okay, aber wir brauchen Prime-Meat-Fisch. Gibt es Prime-Meat-Fisch? Ich habe davon auch schon gelesen, aber ich wüsste nicht woher. Wenn ich ehrlich sein soll. Ja, das ist also, wir haben ja mittlerweile hier in dem komischen See schon alle möglichen Arten von Fischen gekillt, aber Prime-Meat-Fisch habe ich da noch nie gesehen. Ja, es war ja auch bei der ganz normalen Ark-Version schon so, dass es ja auch diese richtig krassen Viecher gab. Warte mal, den nenne ich kurz. Mosasaurus, glaube ich. Bambus? Richtig große. Ja, genau, so ein. Und die. Hoppala. Die haben wir ja nie gesehen. Also, wir haben ja wirklich viel erlebt in Ark, aber die waren nie Teil unseres Abenteuers. Die haben gut daran getan, sich von uns fernzuhalten. Wir waren aber auch nie wirklich im Meer drin. Da es hier kein Meer gibt, schade, Banane, können wir das auch hier nicht ausleben. Hier soll es ja nur so einen richtig kranken Krakenmonster geben. Aber das ist dann der absolute Endboss. Endboss! So, den Ankylo, by the way, den haben wir jetzt von da unten wieder hier hochgebracht, weil der da unten die ganze Zeit angefrackt wird. Und seien wir mal ehrlich, er hat uns wirklich nicht so viel gebracht. Da sind wir schneller, wenn wir mit dem Ravager nach unten gehen und das mit der Spitzhacke machen. Deswegen, das war jetzt nicht ganz so geil, aber passt. Ja, wobei es könnte vielleicht auch besser werden, wenn wir einen Fahrstuhl bauen. Ein Fahrstuhl? Okay. Ja, weil dann müsste man quasi nicht immer mit dem Ravager noch kommen, um den Scheiß hochzukriegen, weißt du? Dann könntest du mit dem automatisch schon nach oben fahren. Ach so, ja, das stimmt. Alter, hier ist richtig viel Kaki. Stell los so, mit dem! So, ich hatte schon irgendwo Wasserleitungen gebaut. Muss ich jetzt erstmal, hier habe ich sie. Ich fange mal erstmal mit dem Ansaugrohr und 23 vertikalen Rohren an. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis Deko keinen Bock mehr hat. Ich auch. Ich gebe den ganzen ungefähr 10 Minuten. Schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, was ihr denkt. Und ach so, genau, apropos Kommentare. Ich wollte noch mal so eine kleine Info für euch rumgeben lassen, beziehungsweise eine Abstimmung. Hallo, warum kann ich den nicht hochheben? Ah, okay. Nämlich, was ich schon immer mal wissen wollte, wir haben jetzt eigentlich zwei Alternativen. Wir haben uns eigentlich schon für eine festgelegt, aber ihr könnt ja einfach mal schreiben, was ihr gerne sehen wolltet. Ob wir das dann machen, ist eine andere Geschichte. Aber wollt ihr lieber, dass wir das mit dem Spino machen, die Rockdrake-Eier holen, oder mit dem Gleiter? Also beide steht ja zur Auswahl. Und vielleicht in nächster Zeit kann ich ja mal einfach YOLO-mäßig versuchen, da runter zu gleiten, aber das Hochkommen ist, wie gesagt, scheiße. Ich würde so gerne wissen, ob ich das Ansaugrohr hier hinbauen kann und trotzdem Wasser kriege. Oder ich das hinten rein... Digga, steh doch mal... ballern muss. Achso. Also was wäre für euch interessanter? Spino-Action unten
oder nach unten gleiten Action? Also ich glaube, also wenn ich, wir müssen mal auch noch dazu sagen, wenn wir nach unten gleiten, können wir natürlich relativ schnell einfach den Schüssel holen, wir gleiten runter, holen uns die Eier und müssen danach wieder ungefähr, ich weiß nicht, wie lange es dauert, mit dem Kletterhaken an diesem komischen Metallgerüst nach oben zu klettern, aber es wird Ewigkeiten dauern, es ist quasi nur runterfliegen, Eier grabben und dann Ewigkeiten wieder nach oben kraxeln. Auf der anderen Seite mit dem Spino wäre immerhin der Weg runter, schön Action, bisschen Stetzeln, die Rockdrake-Eier klauen, die Rockdrakes killen mit den Spinos, dann wieder nach oben, Action und so, vielleicht gucken, ob wir überleben oder nicht. Also ich glaube, theoretisch wäre mehr Action und mehr Stuff, wenn man das Ganze mit den Spinos macht. Gleiter finde ich, also ich weiß nicht, Gleiter ist halt, mal sehen. Ja. Aber Muchachos, wir fragen nicht umsonst euch, ihr sollt eure Meinung dazu sagen. Wir werden auch eine Abstimmung reinhauen. Guckt irgendwo hier auf dem Bildschirm, irgendwo ist eine Abstimmung. Deko, oben rechts ist die Abstimmung. Ganz, ganz kurze Frage. Ja, bitte? Diese Bambis sind ja eigentlich Säugetiere. Legen die trotzdem Eier? Weil zum Glück ist Young Sheldon weiblich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Scheinhorn-Ei gesehen. Ich auch nicht. Wir machen einfach mal Wandern. Aber das heißt nicht, dass es die nicht gibt. Digga, warum geht hier? Hallo, Wandern! Ha? Aktiviere Wandern. Ah! Ah! Aktiviere Wandern. Das wäre doch richtig strange, wenn plötzlich so ein Säugetier ein Ei legt. Richtig alienmäßig. So, mach mir kleine süße Eier. Ah. Okay, Moment kann ich hier die Leitung ganz gut von der Wand ausbauen. Oh, okay, Digga, wenn das mal nicht easy ist, ne, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Kriegst du easy hin? Digga, richtig easy. Vielleicht, also ich hab ja gesagt, das wäre... Das war halt bei dem anderen Ding so schwierig, weil die Wand hier nicht senkrecht nach oben ging, sondern so abgefallen ist in die Richtung. Das heißt, ich musste immer so, what the fuck? So nach dahin nachkorrigieren. Digga, Mann, ich dachte, du hast den Fluss bereinigt. Der ist mir relativ egal, deswegen ich habe keine unnötigen Tiere gekillt. Ich habe den Kakinos umgebracht. Alter, dieser Aal ist ja richtig crank. Schade, dass man den nicht zähmen kann. Obwohl, kann man den zähmen? Ich glaube, den kann man zähmen. Den kann man zähmen? Alter. Ja, guck mal, wie der heißt. Wie heißt denn der? Warte mal. Den will ich haben. Da sieht der richtig crank aus. Warte mal. Komm her, Kleiner. Was fängst du mit dem an? Wir sind eh nie im Wasser unterwegs. Aber okay. Der heißt... Elektrophorus. Okay, Elektrophorus. Wir machen Dododex auf. Gucken bei E. Elektrophorus. Da haben wir ihn. Boah. Ein Aal. Welches Level ist der? 45. Elektro, ich nochmal. 40. Wir brauchen zweimal Biotoxin. Das gibt's. Also ich habe auf jeden Fall gelesen, weil ich habe mich gerade ein bisschen erkundigt, bevor wir angefangen haben, wo man hier noch Dungeons finden kann. Ja. Dann habe ich einen Dungeon gefunden, der allerdings so hauptsächlich mit viel unter Wasser ist und sowas. Und da soll wohl auch so eine Qualle drin sein, die, wenn man sie killt, Biotoxin gibt. Okay, ich glaube, Biotoxin haben wir auch in Schlangen drin, oder? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber das ist so eine, auch so ein Quecksilberklecks auf dem Tisch, sieht das aus. Ah! Oh! Theoretisch. Aber, also, theoretisch. Ist das so ein roter Quecksilber-Schild? Bitte? So ein roter Quecksilber-Schild? Nee, der ist. Nee, nein. Wie Quecksilber, so grau. Metallähnlich. Warte, Muchachos, ich halte euch ganz nah in die Kamera. Und das. Oh, mein. Leute, mein Kamerabildschirm wird halb durchsichtig, weil da so ein bisschen grün mit drin ist. Biotoxin. Ist egal, es schaltet nicht scharf. Ist er platt? Ich dachte, er wäre platt! So, jetzt muss ich hier rüber bauen, aber das mache ich, glaube ich, ein bisschen höher. Sonst, Komm her, Baby! So, wie ist es bei dieser Wand hier aus? Ist diese Wand auch senk? Ne, diese Wand ist wieder. Nee, hier könnte es schwierig. Wobei, ich könnte mich vielleicht hier hochangeln und das Ding bauen. Der haut ab, das heißt, sein Arsch gehört mir! Okay, erstmal muss ich hoch, ich muss neue Rohre bauen, ich brauche jetzt gerade Rohre. Digga, warum kann ich nicht schießen? Digga, du darfst nicht schießen, du musst dich von dem Elektro-Ding umbringen lassen. Digga, Titanbohr, dein Arsch! Oh, ich bin bestimmt gleich ohnmächtig. Hoho! Kann man unter Wasser. Einmal ist Marvin ohne mich unterwegs. Wir schauen uns das an, ich will unbedingt den Arsch. Und es ist sein Ende. Oh! Oh! Ich habe ja immer heiße Zitrone bis jetzt, also die ganzen letzten Tage seht ihr mich hier immer trinken mit so einer Kaffeetasse. Da ist heiße Zitrone drin. Aber bis jetzt hatten wir immer heiße Zitrone mit Honig. Das Problem ist nur, der Honig ist leer. LOL! Und ohne Honig ist der Kram ganz schön sauer. Hab ich gerade gemerkt. Rette meinen Arsch! Oh. Ich verliere Sauerstoff!
Rico! Ja, bitte? Ich bin nicht in Reichweite, du musst deinen Kram ohne mich lösen. Okay, ich hoffe, ich überlebe das. Ja, sollte klar gehen. Alles easy. Bisschen Sauerstoff haben wir noch und wir sind gleich wieder normal. Aber ich hätte gern jetzt wirklich langsam mal den Aal gedownt. Ich wusste gar nicht, dass man unter Wasser gar nicht schießen kann. Okay, jetzt verliere ich Leben. Mit der Armbrust müsste man schießen können. Ja, aber ich habe hier die richtig geile Waffe, man. Nee, du kannst nur mit Armbrust. Oder eine Harpune. Oh. Ist das ein anderer? Wenn du eine Waffe hast, dann ist das klar, weil da kann ja kein Zündfunke entstehen, um zu schießen. Ne? Ist ja, ja. Hier, ne? Musst du ein bisschen nachdenken. Ark ist ja auch ein Stück weit logisch, ne? Also mit Dinos und so. Komm! Stirb! Stirb, du Lappen! Oh, ich hab natürliches sauer, Gift. Vielleicht ist das ja das, was er braucht. Das sieht aus wie Quecksilber. Natürlich, ja, Biotoxin könnte sein, ja. Okay, Aal, kommen Sie her, man. Kommen Sie her. Zwei Stück brauchst du sogar nur. Und es dauert nur 40 Sekunden, also würde schnell gehen. Oh, das ist der falsche. Sollte relativ schnell gehen. Da ist er ja. Oh, ups. Das war nicht ganz beabsichtigt. Ey, unter Wasser ist das so richtig crazy, hey. Mann. Ich sehe hier nichts. Habe ich hier gerade ein fucking Nameless gehört? Falsch, okay, Boy. Nach oben. Ja. Ich bin echt fast tot! Ich weiß gar nicht, ob man den. Willst du den ins Tor? Ne, zähmen ist friedlich übrigens, ne? Ach, der ist friedlich! Lol. Okay, dann. Geh ich wieder zurück. Du musst ihm also quasi Biotoxin in seinen Aalarsch stecken. Okay, der ist jetzt. Der ist jetzt ein wenig sauer, glaube ich, dass ich ihn die ganze Zeit abknalle. Dann. Vermutlich. Natürliches Gift auf null. Okay, ich muss erstmal ein paar Pilze essen, so, damit mein Leben wieder ein bisschen nach oben. Oh! Ach, ja, du Kacke. Zur Hälfte ist er! Zur Hälfte ist er! Komm mal wieder auf! Ich hab ja gesagt, du brauchst nur einen. Bro! Scheiße, ich hab das Ding in die falsche Richtung gebaut. Jetzt gehe ich nur nach da. Wobei, wir könnten uns vielleicht auch da unsere. Warte mal. Wo? Der ganze. Also, stopp. Halt. So. Halt, stopp! Die Spezies Z-Pflanzen. Was sind das für Dinger? Wo müssen die hin? Können wir die alle auf einem Fleck bauen und die helfen uns? Oder müssen wir die irgendwie um unsere Base verteilen? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, die helfen uns nicht wirklich, oder? Ich habe gehört, die sind dafür da, dass man nicht angegriffen wird von. Übrigens läuft hier ein Schelden draußen rum. Echt? Noch ein Schelden? Nein. Der Schelden, den du auf Wandern gestellt hast. Ach so, was? Draußen? Ja. Was ist das für ein Lappen? Hier liegt auch ein Ei. Das ist ein Glowtail-Ei. Oh, so, wir können es nochmal versuchen. Aber es ist kein, es steht nicht befruchtet dran, also. Ah, okay. Es ist nur ein Glowtail-Ei. Warum eigentlich nicht? Achso, ich habe meinen ja mitgenommen. Was wollte ich bauen? Ich wollte noch wieder Rohre bauen. Elektriker, ich arbeite als Elektriker. Nein! Hier. Okay, so. Wir haben jetzt einen Elektriker. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen können. Wandern. Ich schicke ihn einfach mal wandern. Mal schauen, was damit passiert. 100 pro wird er sterben, du bist so ein Arschloch. Wir machen. Du zähmst ihn, du domestizierst ihn, du zwingst ihm deinen Willen auf und dann lässt ihn einfach sterben. Noch ist er nicht tot, ne? Ich weiß auch nicht, was ich mit ihm machen kann. Noch ist er nicht tot. So. Der hat auch nur 400 Leben. Ich lass ihn erstmal hier. Ah, der sieht echt chillig aus. Bau davon mal lieber ein paar mehr. Und ich sehe gerade, ich habe nur noch sehr wenig gerade Wasserrohre. Monsterfisch getamed. Okay, sehr schön. Dann gehen wir jetzt nach oben. Der letzte. Deine zurück. Ah, da war auch noch so eine komische Kaulquappe. Also warum ich gefragt habe, war, weil wir theoretisch unser Blumenbeet nicht oben auf die Ebene von unserer Base bauen müssen, sondern hier, wir haben noch so eine Unterebene. Ja. Weißt du, das könnten wir quasi. Da können wir auf jeden Fall eins zu unserem Garten hauen. Machen. Ja, dann ja, aber ich muss ehrlich. Du bist lustig. Wenn ich das Wasser hier hinlege, dann wird es schwierig, das wieder noch über X-Leitungen irgendwo anders hinzulegen. Aber kannst du nicht genau hier eine Leitung hinhauen und dann weiter. Hier nach oben? Also nur hier, damit wir hier irgendwie so eine scheiß Pflanze haben. Da willst du eine haben? Würde ich sagen, oder wenn du es noch weiter geradeaus machst, ungefähr hier, einfach dieses Feld hier beschützt. Wow. Ich weiß nicht, wie krass die Reichweite. Ja, dann musst du, warte mal. Kann ich? Und dann natürlich da oben noch weiter. Aber dass du hier so einfach auf dem Weg nach oben... Hat der Herr sonst auch irgendwelche Sonderwünsche, oder? Ja, hier auf dem Weg nach oben einfach so ein Ding da unten. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Genau. Aber...
Kannst du nicht so was, was nach unten geht, so abdroppt, aber gleichzeitig auch irgendwie so weitergeht? Das geht nicht, ne? Digga, sollst du vielleicht noch nach rechts, links gehen und noch so schräg in dein Arschloch oder was hast du noch für Wünsche? Das wäre auch ganz geil. Auch so eine schöne Arschdusche noch. Blau. Okay, dann würde ich sagen, du kriegst das dahin, du machst das. Genau. Du kannst keinen Wasserscheiß bauen, ne? Ich kann keinen Wasserscheiß bauen. Ich wollte gerade vielleicht lernen, so ein Beet zu bauen. Dann könnte ich jetzt schon mal ein Beet bauen und unseren ersten Spezies Z-Plan-Samen dort einpflanzen. So. Ja, das mach ich auch. Du kannst, Beet. Aber du brauchst einen Wasserhahn dafür. Deswegen, also ich habe jetzt hier so eine Ableitung gebaut. Du könntest jetzt hier quasi einen Wasserhahn dran setzen und hier ein Mach nochmal ein bisschen hinstellen. Weiter geradeaus. Noch weiter? Ja, ein bisschen. So ein, zwei. Ja, okay. Obwohl, ja. Oh, ja, das ist nice. Da ist richtig nice. Bin froh, wenn ich deine Wünsche erfüllt habe. Okay, wir machen kurz den Bruder hier aus. Oh, das wird so behindert, weil ich so schräg gebaut habe. Ich bin so ein dämlicher Spasti. Aber das hätte ich da unten schon anders machen müssen. Das ist wieder so das Teil, weißt du, das sind ja alles gerade Stücke, weil ich kann hier keine Kurve bauen. Und weil ich das Ding so schräg nach rechts versetzt habe, geht es jetzt von unserer Base weg. Ich muss irgendwie versuchen, das mit den Rohren... Oh Mann, ey. Das kriegst du hin, easy. Ja, ich habe auch keinen Bock, das neu zu bauen, deswegen muss das jetzt klappen. Ja, ich habe gar keine andere Wahl. So, Beet. Wir brauchen Holz, Stein und Stroh. Okay. Holz. Eine Oberfläche 300. Zum Klettern. Da haben wir eine. Oh oh. Ich will da hinten hin. Ja! Und? Es wird hergestellt! Und noch einmal! Und der Rest kann wieder zurück. Hä? Hätten wir noch was? Da ist versperrt, okay. Willst du mich ficken? Da ist kein bisschen versperrt, Mann! Digga, das Ding berührt die Wand noch nicht mal und er sagt, es ist versperrt! Fick dich, du dreckiger. Okay, Plan okay. Zurück. Abreißen. Abreißen, nicht abreißen! So, jetzt schon hochbauen. Wo haben wir denn Spezies Z da? Die verkommen? In der Werkbank vielleicht? Okay, da habe ich nicht nachgeschaut. Ich glaube, die können auch nicht kaputt gehen. Also, ich habe keine Ahnung, ob die vergammeln. Weiß ich nicht. Haben wir hier irgendwas? Hallo, mach doch mal langsam Liebe! Es würde mich nicht wundern, wenn sie vergammeln, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn sie nicht vergammeln, von daher. Naja. Okay, erstmal Toxin. Ist das Toxin eigentlich kaputt? Ja, okay. Toxin. Wie ist das jetzt? Wollen wir jetzt unseren kaputt. Garten auf unsere Ebene bauen oder auf die Ebene darunter? Beides. Sowohl als auch. Also unten will ich einen haben und oben will ich mehrere haben. Ah, dass ich das nicht gesehen habe. Also, was meinst du jetzt mit unten? Da wo ich gesagt habe, noch zwei Röhrchen dahin. Da ein und der Rest oben. Aber, nee, ich meine jetzt da die Ebene, auf der unser Haus steht und dieses kleine Mittelebene-Ding darunter. Wo wir den Vorderausgang nach unten mit der Rampe haben. Ach so. Genau, hier. Da wo du jetzt stehst. Da, hier können wir mehrere hinhauen. Ich würde sagen, wie hier und hier. Also natürlich geht das ja nur in einer geraden Strecke, ne? Also, weil sonst kriegst du ja die Wasserleitung da nicht hin. Ich würde sagen, zieh das einfach gerade und dann droppst du... Ah ne, es geht ja nicht. Ich wollte gerade sagen, dann droppst du einfach ab und zu so ein... Warum geht das nicht, dass da einfach so Druck, Wasserstrahl durchballert und dann sind da so kleine Löcher drin, wo das dann so runterdroppt? Ich glaube, du kannst aber einfach einen Wasserhahn dran machen und dann geradeaus weiterbauen. Das geht? Okay. Von der Seite kommt Wasser. Ja, das müsste gehen. Aber das Ding ist halt nur da oder auch auf unserer Hauptebene. Dann könnte man ja hier obwohl das sieht ja total scheiße aus dann. Ja, vielleicht das hier ist noch halt, so ein, es sind halt hier überall so ein, Wasserleitungen lang, ne? Ja, hier vielleicht noch so ein Plus und dann hier noch eins hochziehen und da auch noch einmal hinknallen. Ah. Also ein Plus. Okay, ich werde mal sehen, was ich tue, Alter. Richtung. Ich muss sagen, also so vom Bauen her, ne, sind deine Wünsche nicht deine Wünsche nicht gerade Pipifax, also schon ein bisschen ausgefallener. Sag ich jetzt mal so. Hab ich noch einen Greif? Ja, wir schauen mal, was du daraus machst. Auf jeden Fall kann ich jetzt anfangen, unten den ersten Samen zu pflanzen. Leute! Aber vorher brauchst du noch einen Wasserhahn. Okay, ist der teuer? Allerdings könnte ich den auch gleich bauen.
Musst du das lernen. Wasser? Okay, ja, dann mach du das. Dann hau ich hier drunter schon mal das Beet. So, hoppala. Okay, jetzt muss ich das natürlich irgendwie gut einschätzen. Ich habe keine Ahnung, ob das... Alter, ist das kacke. Ich muss das irgendwie von oben machen? Hier. Was tust du da gerade? Hier, direkt vor mir. Ich hoffe, dass... Oh. Warum? Achso, da willst du auch einen Wasserhahn haben, oder? Ja, genau hier will ich einen Wasserhahn haben. Und hier auch. Obwohl, stimmt, das war ja eigentlich falsch hier. Ne? Egal, ich will einfach hier einen Wasserhahn haben. Ich wollte gerade sagen. Ja, wozu habe ich den Scheiß da gerade aus weitergebaut? Okay, dann was. Machen wir da zwei hin. Das war so geplant. So, ja, einen ja, rein ja. Und ein bisschen Fertilizer. Dann haben wir ja auch richtig viel. Können wir glatt vollhauen. Dann wird mal ein bisschen Fertilizer auch benutzt. Und den nächsten, das war hier. Ja, das war hier. Okay. Muss ich das nur auch irgendwie reinkriegen? Direkt vor mir, so. Ich hoffe. Oh. Das ungefähr hinkommen, Alter. Ich hoffe, das kommt ungefähr hin. Ich brauche jetzt erstmal einen Wasserhahn, brauche selber noch Leitung. Oh, das könnte. Wir haben nur noch 200 Steine. 200 Steine, okay, dann kann ich ja gleich nochmal losziehen. So, du willst okay. Ein Wasserhahn. Oh, ich brauche einen Wasserhahn. Gleich haben wir die erste Spezies Zeltpflanze. So, ganz viel Fertilizer jetzt. Wir brauchen wahrscheinlich doch wieder etwas Fertilizer. Wir haben so unendlich viel Fertilizer. Ui. Bau mal 4 Wasserhähne. Nice. Okay, dann hier unten war ja auch noch. So, was habe ich jetzt nicht mehr? Gerade habe ich nicht mehr. Gerade war das ja. Hier. Davon brauche ich auch ungefähr bestimmt 20 Stück oder so. Hier was rein. Oh, ich verdurste. Ansaugrohr brauche ich bestimmt nicht mehr. Habe ich noch einen von den Kreuzdingern. Oh. Davon bin ich nochmal 2. So, es kann losgehen. Und dann nach oben. 2 sind Alter, gleich fertig. Nach oben habe ich noch 2. Nice. Okay, oh. Okay. Easy. Ich höre die ganze Zeit. Aber das sieht doch so scheiße aus. Das sieht wirklich so kacke aus. Aber egal. Die Wasserleitung, ne? Ja. Ja, so ist das. Was soll ich tun? Ja, da kannst du nichts tun. Und hier können wir auch noch mal ein bisschen Fertilizer rein. Nicht bewässert, okay. Es hebt aber die Arbeitsmoral nicht sonderlich, wenn du mir sagst, dass meine Arbeit scheiße aussieht. Ja, sieht immer scheiße aus. Ne? Vielleicht für, also nur für dein späteres Leben. Vielleicht bist du später mal in einem Beruf oder so. Du willst es welchen Menschen was für dich tun. Und wenn du denen dann sagst, dass ihre Arbeit scheiße aussieht, dann sind die vielleicht nicht ganz so glücklich. Das muss ich noch lernen. Wie man mit solchen Leuten umgeht. Eierkorb, warum ist denn Eierkorb hier? Was ist denn los? Okay, Wasserhahn. Ich hau jetzt den Wasserhahn da dran, ne? Ja. Das heißt, die werden jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit hochgehen, die Teile. Und ich bin mal wirklich gespannt, ob das so ein Viech ist. Also, wie dieses hier. Weiß gar nicht, wie heißen die eigentlich? Nennt ihr einfach mal Schleckpflanze. Oder ob das so eine Oldschool-Pflanze ist, wie bei Ark. Zu Weiden die Wolf. Wasser, es kommt schon was raus. Wasser! Eine kleine Blume ist da. Ein Blümchen. Quasi. Okay, dann können wir ein bisschen was weghauen. Also es hat jetzt erstmal sehr große Ähnlichkeit mit der Pflanze, die da schon steht. Wasser, Helen, Wasser. Okay, Paddle. Alter. Hallo, was? Rice. Bernd, plus 1. Doch nicht, ich nehme alles zurück. Wir haben eigentlich schon ziemlich frische Dinos. Gefällt mir. In nächster Zeit sollten wir nochmal bei der alten Base vorbeischauen. Und gucken, ob da noch alles Fresh Medic ist. Fresh Medic. So, hier brauchen wir noch ein bisschen Gewicht. Wir brauchen wieder neue Kaka. Können wir den noch auf Wandern stellen? Ist er schon, okay. Hallo, so langsam, mal. Ich glaube, jetzt komme ich so ans Ende meiner Reichweite hier. Er ist hier kein Futter. Doch, hier. Ah! Hab ich's gebaut? Hier haben wir den Futtertrog. Oh, 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 oh. Machen Sie viele Kaka. Oh ja, ich sammle viele Kaka ein. Oh, okay, ich muss jetzt jedes Mal, wenn ich ein neues Rohrteil bauen will, ich muss da oben hinklettern, muss springen, muss im Fallen das Rohrstück bauen und dann muss ich hochklettern. Ich glaube, ich muss gleich tatsächlich den Admin, den Flight Sheet anmachen. Ja, wobei, ich bin schon relativ nah hier dran, vielleicht. Ha? Boah, das geht aber easy. Easy, ach, wer ist dieser Flight Sheet? Der braucht kein Heck, ey. Oh, aber hey, wann wächst du endlich, du Lappen?
Du kleinen Lappen. Wir schauen jetzt nochmal beim Aal vorbei. Der Aal muss jetzt mal irgendwas machen. Ja, wenn nicht ohne Grund. LOL, er ist weg! Du was? Hallo? Der Aal ist weg? Ja. Aber dein Spino ist aufgehauen. Mit Arbeitsbedingungen. Dein Spino ist auch abgehauen. Was? Ja, der ist jetzt auf der anderen Seite. Vielleicht warst du da auch, ich weiß es nicht. Der Spino war hier beim Hochklettern wieder. Nee, da habe ich nicht hingestellt. Elektrik. Oh, hier haben wir einen Anglerfisch! Wow, was für ein Brecher, Mann! Richtiger Greis! Was hat er? Wo ist denn sein Auge? Ist das sein Nasenloch oder? Was? Wo ist dein Auge, Bruder? Ach, das ist sein Auge. Das wäre sein Nasenloch. Richtig widerlich siehst du aus. Kann man den sehen? guck mal nach. Muchachos, Marvin bleibt so. Kann man. Hallo? Wie heißt du, Bruder? So, ich hab, also theoretisch glaube ich, bin fertig mit Wasser. Also. Echt? Bist schon fertig? Eigentlich recht cool. Guck, ob ich da ich hab nie so einen Greisfisch gesehen. Ganz ehrlich. Anglerfisch Level 15. Kann man Anglerfisch zähmen? Kannst du mal kurz nachschauen? Mist, wobei, ja. Heißen die auch Anglerfisch? Ja. Gesundheit. Aber der ist ein richtig alter Sack. Der ist richtig weise. Also der heißt Anglerfisch, ja? Ja. Wenn nicht, dann hol ich schon mal das Schwert raus. Bitte. Kairuku-Kibbel. Okay. Oder? Ja, was? Kairuku. Kairuku kenne ich aber irgendwoher. Echt? Kenne ich nicht. Oder 4, also 45 Anglerfisch, 4, 4 Hammelfleisch. 4 Hammelfleisch? Fleischfresser. Wo soll ich das denn herholen? Okay, dann schauen wir mal kurz, vielleicht finden wir irgendwo ein Hämmerchen. Oh oh. Emote, Licht! Ich glaube, ich bin zu draußen. Ah! Alter, was für eine Monster-Armee auf mich zukommt. Für Sparta! Für die Menschen! Oh, hier ist Kacker. Noch schnell Kacker mitnehmen. Mittelgroßer Kotthaufen. Okay, ihr haut alle ab. Lappens. Was für Lappens! Hallo! Basan, Holz. Dich will ich noch mitnehmen! Bro, ihr haut einfach und ab. Stein. Nicht genug Stein. No! LOL, was geschieht mit seinem Körper? Digga, was tust du da? Was geschieht mit deinem Körper? Anglerfisch. Will ich wissen, was du da gerade machst, oder? Alter, sein Körper ist irgendwie in schwarze Materie eingetaucht worden. Okay. Du wurdest echt auseinandergenommen. Tut mir leid für dich, okay. Das Vorhaben Anglerfisch hat sich somit erledigt. Muchachos, ein perfektes Ende. Wir bauen den nochmal eben ab. Da war der Spino hier wohl ein bisschen zu voreilig, hat ihn einfach zerrissen. Der war wohl ein bisschen frech, der Anglerfisch. Schade, aber ich hatte sowieso kein Hammelfleisch. Aber wir haben hier den Elektriker gezähmt. Elektriker. Ich will so nochmal sein Gesicht sehen, aber finde ich leider nicht. Leider kann man nicht auf ihn reiten. Aber wir haben unser erstes Wasserviech. Vielleicht können wir hier alles vollknallen. Würde ich gerne noch ein paar dazu holen, dann ist das unser eigenes Aquarium. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Reingehauen. Ciao, ciao, Muchacho.